Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Secrets of Grandeur. Ja, das Spiel, das erinnert an Zelda, das erinnert an Diablo. Und es ist einfach sehr cool. Ich habe es in der Alpha unterstützt und habe es jetzt mir wieder geholt auf Steam. Und die Steam-Version muss ich heute wieder kaufen, aber jetzt habe ich es auch gekauft und werde mit euch den Story-Modus durchspielen. Und vielleicht den Arcade-Modus noch ein bisschen spielen. Aber ich werde eine ganz besondere Skillung nehmen. Ich werde rollenspielartig spielen und ich werde euch so viel wie möglich erklären und zeigen. Ja, wir werden einfach mal weitermachen. Ich muss Z drücken übrigens, die Störung ist ein bisschen komisch. Ja, man kann nicht mit WASD. Aber naja, ich drücke Z, drücke nochmal Z. Und möchte gerne etwas Zufälliges nehmen. Eine Frau. Nehmen wir eine Frau. Hä? Geschlecht wählen. Also, Frau ist hier. Haarstil möchte ich gerne. Komm, diese Locken. Die Farbe möchte ich gerne. Eigentlich blond nehmen. Nein, ich will nicht eine Blondine. Ich möchte. So bläulich nehmen, hä? So, ja. Hautfarbe haben möchte ich schon ein bisschen heller. Und der Schal möchte ich gerne schwarz haben. Dann dafür der Pullover irgendwie weiß. Oder hier braun oder so. Oh, ah, mache ich den gelb. So. Ja, also ich will meinen Secrets of Grandeur spielen und dazu eigentlich recht viel zeigen. Also ja, machen wir Monika, hä? Weil ich liebe das Spiel, ihr werdet es hoffentlich auch lieben lernen, weil es ist echt cool. Ja, normal oder hard? Sweet for a complete route for a or for players wanted to a challenge. Enemies are stronger, smarter and faster. Oh, faster. Ne, dann nehme ich lieber normal. Sorry, für die, die eine Ding Challenge nehmen, ich werde später auf Hard spielen. Aber für den Anfang, ich habe das Spiel jetzt wirklich ein oder zwei Jahren nicht mehr angefasst. Kann es schon sein, dass es ein bisschen zu schwer wird. So. Also. Guten Morgen, Kleine. Du bist früh auf. Drücke Z zum Fortfahren. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Heute ist ein großer Tag für dich. Und ich bin verletzt. Oh, ich habe eine Schramme. Der Tag, an dem du eine Sammlerin wirst. Eine Sammlerin? Ich werde Pokémon-Trainer? Cool. Als ich dich zu deiner ersten Prüfung mitnahm, konntest du kaum laufen. Seitdem habe ich dich jedes Jahr mitgenommen. Oh, ich habe schon sehr viel gesammelt. Ab dieses Jahr wirst du endlich alles alt genug, um als Streiter teilzunehmen. Jeder in unserer Familie hat die Prüfung auf Platz 1 abgeschlossen, deshalb erwarte ich eine Menge von dir, Mädchen. Hahaha, nur ein Scherz. Ich habe selbst nur den dritten Platz belegt. Keine Sorge, ich bin sicher, du wirst großartig sein. Du suchst lieber dein Zeug zusammen, aber vorher... Vor 30 Jahren lief ich genau dieselbe Straße hinunter, um genau dieselbe Prüfung zu bestehen. An diesem Tag gab mir der Großvater eine Kleinigkeit, die mir auf den Weg helfen sollte. Und heute gebe ich meinen wertvollsten Besitz an dich weiter, Mädchen. Dieser magischen Beutel befindet sich seit Generationen im Besitz unserer Familie. Darin platzierte Gegenstände haben kein Gewicht und nehmen keinen Platz ein, bis du sie wieder rausnimmst. Die Schrift ist ein bisschen schlecht zu lesen, also bei mir ist es viel zu überdimensioniert oder so. Aber das ist noch nicht das Beste daran, Mädchen. Es ist nicht nur ein Beutel, er ist ein teurer Freund der Familie. Pass gut auf ihn auf. Blum! Du hast einen magischen Beutel bekommen. Er behält für dich die Übersicht über alle möglichen Dinge. Wenn jetzt das Drücken von Escape die Zwischensequenz überspringen würde, würde Escape während des Umherlaufens das Menü aufrufen. Sorry.
Benutze das Menü, um deine Ausrüstung zu verändern, Quests nachzulesen oder Einstellungen zu verändern. Beachte aber, dass das Menü im Mehrspielmodus nicht das Spiel pausiert. Sieh nur, wie spät es ist. Du gehst besser los und sammelst dein Zeug ein. Dein Schild ist in der Lagerhöhle. Oh, und hat sich Jonathan nicht vor einer Weile dein Schwert ausgeliehen? Ah, dann wissen wir das. Wo wir das holen müssen. Okay, New Quest. Weg in die große Stadt. Ehrlich, endlich. Du bist du alt genug, um ein Sammler zu werden. Allerdings kann nicht jeder beitreten. Deshalb wird jedes Jahr eine Prüfung abgehalten. Begib dich die Tafelberge nach Evergrind City hinab, bevor du dein Dorf verlässt. Musst du dein Schild und Schwert finden, um die Kreaturen in den Bergen zu bekämpfen. Ja, das Spiel hat nicht die beste Grafik, aber es ist wirklich, glaube ich, von ein oder zwei Menschen gemacht worden. Und es ist wirklich ein super Spiel. Also, ich mache jetzt mal ESC und drücke mal auf Optionen, dann werde ich nämlich das Gamepad benutzen, weil die Steuerung schon ein bisschen schwer ist. Also Z, weil mit Z kann man doch nicht drücken. Ich werde den Schwierigkeitsgrad, also wenn man das kann, natürlich auch ein bisschen erhöhen. Aber ich kann hier gar nicht. Dann mache ich mal Speichern und Ende. Die Steuerung umändern. Tastenbelegung hier. Also, dann werde ich... ich will aber nicht Keyboard. Also ich probiere das mal. Up ist... Press New Key. Geht nicht. Wieso kann ich das? B ist zurück. Wieso geht jetzt gerade gar nichts? Hatte das Game... Also gehen wir mal rein. Press a new key. Es geht gerade nichts. Ja, es geht gerade nichts. Also, Attack and Action. Mach ich mal X. Geht nicht. Wieso geht mein Gamepad nicht? Muss ich wirklich das Spiel neu starten für das? Ja, dann melden wir es mal mit Tastatur. Ich werde es im zweiten Part machen. Hä? Weil es ist schon ein bisschen komisch. Startington, das ist so cool. Schachbrett, okay. Aber es ist auch cool, man kann Begleiter haben und so weiter. Das ist mega cool. Ein grüner Schleim und ein weißes Hase-Spielzeug, das kaputt ist, okay. Cool. Man rutscht aus. Mega genial. Ich liebte damals The Legend of Zelda, A Link to the Past und A Link's Awakening. Das macht so viel Nostalgie in mich. Das ist einfach genial. Ich liebe das. Ich liebe es. Krüge. Kann ich Krüge kaputt machen? Scheinbar nicht. Oder ich brauche mein Schwert zuerst. Ja, wie cool das ist. Aber ich habe nichts zum Anreden. Hol deine Sachen und lauf den Berg hinunter, mein Mädchen. Du bist ja ein großes Kind. Die Schleime und Hasen werden kein Problem für dich sein. Ah, deshalb diese Plüschtier. Oder doch? Haha, nur ein Scherz. Ich bin sicher, das werden sie nicht. Ich bin sicher, das werden sie nicht. Okay, dann sagst du das zweimal. Oh, wie cool. Ah, oh, gekackert. Kann man die Hühner auch schlagen die ganze Zeit, dass sie uns angreifen? Ich hoffe dann später. Hä? Ah, wie cool das ist. Eine Höhle. Ein Schild, das herumtanzt. Wie cool das ist. Schwert plus Ding. Also Schwert habe ich nicht. Kann ich das irgendwie ausrüsten? Ja, aber wie kann ich das ausrüsten? Equip Item. Alle Waffen. Alle Waffen. Kann ich nicht. Ich habe noch nichts. Schade. Kann ich aber hier die Kiste ran? Schieben. Geht leider nicht. Das muss ich dann später holen. Hä? Ja, sorry, wenn ihr ein bisschen die Tastatur hört, aber es ist wirklich momentan nötig, hier mit den Pfeiltasten zu steuern. Pfeiltasten sind ja immer die lautesten Tasten.
Ohne Witz, das ist wirklich ein tiefer Brunnen. Ich bin seit gestern Morgen an diesem Ding und versuche ein bisschen Wasser zu kriegen, um meine Eier darin zu kochen. Das ist auch eine Anspielung an Dick the Best, da hat auch einer am Brunnen immer wieder gezogen. Und das finde ich mega cool, einfach diese Nostalgie. Ist immerhin gutes Tanken, also beschwerde ich mich nicht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen die Lautstärke runterstellen, aber dann haben wir das auch ein bisschen angenehmer. Hm? So, also reden wir mal mit dem kleinen Kind hier. Yay, heute ist die Sammlerprüfung. Du wirst dabei sein, richtig, das ist so cool. Jonathan ist krank, dann geh Mama nicht hin, aber Opa, nimm mich mit, damit ich dir zugucken kann. Cool. Ist ja mega geil, und über das Gras kann man auch gehen. Ah, schön. Ah, da ist ja einer. Eine Frau. Dein Schwert? Oh, richtig, du kannst dieses gefährliche Spielzeug sofort zurückhaben. Vielen Dank auch. Zum Glück sage ich, du wirst mir nicht glauben, was ich für Töpferrechnung wegen diesem Ding gekriegt habe. Und er ist jetzt krank geworden. Oh, der Arme. Halte dich aber jetzt sofort aus dem Ärger raus, verstanden? Glückwunsch, du hast ein Schwert zurückbekommen. Du kannst es mit der Z-Taste schwingen. Es ist großartig dafür geeignet, Monster zu verhauen. Oder das Eigentum anderer zu zerstören. Werden wir machen. Ja, werden wir machen. Oh, ich habe die erste Karotte gefunden. Das ist ein Unique Item, das sehr, sehr einzigartig ist. Wir werden niemals mehr eine Karotte finden. Und eine Krugscherbe, yes! Mann, bin ich gut in diesem Spiel. Hust, hust, oh, das ist ja unerfahren. Das ist so ätzend, ich habe wirklich einen riesen Pech. Seufz, wenn du ein Sammler wirst, bringst du mir doch einen Haufen zu cooles Zeugs, ja? Ja klar, ich bin natürlich die kleine Lady, die dann alles machen muss. Und die Männer sind im Bett. Hä? Ja, ja, okay. Ich bin übrigens sehr weiblich, nein. Ich bin einfach ein Mann, der viele weibliche Sachen auch macht. Ich werde nicht streuen, irgendwie Hausarbeit zu machen oder so. Aber ich habe jetzt noch keine Freundin, also. Ich hätte gerne eine, aber bin noch Jungfrau. Vielleicht kommt ja bald mal eine, die sagt, ja, ich möchte, egal wie krank du bist, wie arm du ein Mensch, wie arm der Mensch in dir ist und so weiter. Und ja, wird mir vielleicht mal kommen, aber ich suche wirklich niemand. Ich bin niemand, der zu den Frauen geht und sie, ja, gleich mal ins Bett schieben will. Und ich gehe auch nicht in einen Puff oder in eine Tauschbörse oder Partnerbörse. Wenn ich eine bekomme, dann bekomme ich eine, auch wenn ich dann schon alt bin. So, gehen wir mal hier rein. Ich werde auch ein bisschen schneller vorwärts machen natürlich, aber ihr wisst, ich bin Nostalgie alarmiert. Frau Beste! Ah, nein, Bessie. Frau Bessie. Die Sammlerprüfung ist heute Nachmittag. Oh je, du wirst großartig sein. Schließlich hast du eine Menge Sammler in deiner Familie, die alle sehr schlecht waren und dritten Platz geholt haben. Hä? Ich will ans Feuer. Mann, man kann nichts anklicken. Das Spiel ist doof, ich deinstalliere das sofort. Ich kann nichts mehr anklicken. Ich kann gar nichts machen. Also das ist ein 100% Let's Play. Ich werde alle Geheimnisse finden. Und so weiter. Zum Beispiel hier ist ein Eingang. Mit einem Fass. Ach, wie cool das ist. Welche Skillung werde ich nehmen? Keine Ahnung, ich nehme einfach meine Skill. Und tschüss. Ich meine immer, das sind Truhen, aber das sind Hocker. Okay, jetzt gehen wir in die Höhle, hä? Kurz noch das kaputt machen. Das ist schon wichtig. Das werde ich ja kaputt machen. In die Höhle. Und jetzt alles kaputt machen, hä? Nochmal alles kaputt machen. Was bekomme ich? Das Schild. Ja, gute Arbeit. Du hast ein Schild gefunden. Benutze das Schild durch Drücken der X-Taste. Du kannst dich seitwärts bewegen, während du das Schild benutzt. Benutze das Schild, um feindliche Angriffe zu blocken. Es kann Spezialeffekte haben, wie einen Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Nutze es im
ausweglosen Situation. Aber denk daran, dein Schild ist nicht unzerstörbar. Wenn du zu viel Schaden in kurzer Zeit blockst, wird es temporär brechen. Nur temporär? Cool. Beobachte die Schildleiste, um zu verhindern, falls dein Schild bricht, wirst du es für eine kurze Zeit nicht benutzen können. Sehr gut. Wow, wunderbar. Eine Karotte! Jetzt bin ich wieder ein Unique-Item-Finder. Das liebe ich von Buff of X oder Diablo 3. Immer wieder Items zu finden, die natürlich einzigartig sind. Und einen bestimmten Namen haben, wie zum Beispiel die Karotte! Ein Level 100 Kampfschwert. Ach, wie cool. Leider ist nichts mehr hier drin. Gehen wir wieder raus. Ich habe die Interesse verloren. Und wenn ich die Haare sehe, dann denke ich immer wieder an Eiscreme. Es gibt ja dieses blaue Eis, das aus Blaubeeren besteht. Und mega gut ist. Ich liebe das Eis. Aber ich finde nichts Anständiges. Dann mache ich den Hase noch mehr kaputt. Hasi kaputt machen. Schade. Kaputt machen. Ich mag keine Bücher. So. Hol deine Sachen und lauf den Berg hinunter, mein Mädchen. Du bist jetzt ein großes Kind. Die Schleime und Hasen werden kein Problem mehr für dich sein, oder doch? Haha, nur ein Scherz. Ich bin sicher, das werden sie nicht. Ich bin sicher, das werden sie nicht. Jetzt hör auf zu wiederholen. Jetzt habe ich das Gleiche wieder erzählt. Aber ich möchte gerne ein Huhn. Ich möchte eine Huhnschlacht haben. Da muss ich unbedingt noch das Feldtier kaputt machen. Ah, Bären bekomme ich auch. Okay. Dann können wir ja starten. Dankeschön bis bisher das Aushalten dieses Let's Play, aber ich mache wirklich manchmal ein bisschen zu viele Sachen. Bist du bereit? Losgehen. Ich bin der Terminator und werde deine Familie auslöschen. Mal sehen. Hier ist ein Schild, wie ich sehe, und auch ein Holzschwert. Gut, um diese nervtötenden Schleime zu vermöbeln. Falls du etwas anderes als ein winziges Schwert ausprobieren willst, kannst du ja versuchen, diesen Ast zu schwingen. Ja, ich will einen Ast haben. Du hast eine große Ast erhalten, eine Zweihandwaffe. Zweihandwaffen sind langsamer als ihre einhändigen Gegenstücke, aber sie treffen hart und weit. Um Ausrüstung zu wechseln, öffne das Menü und benutze den Ausrüstungsbildschirm oder suche direkt in das Inventar heraus. Oh, eine letzte Sache noch. Der Angler unten am Fluss sagt, dass er dort ein paar zwielichtige Gestalten sah. Sei vorsichtig. Tab? Nö. Yay, heute ist die Sammlerprüfung und ich habe das auch schon erzählt, aber mein Bruder ist krank, ja. Pillamans. Buh. Was, mein Beutel? Der schlüpft einfach aus meinen Taschen raus? Ja, richtig. Ich bin der sprechende Beutel, wuppdidu. Hör zu, ich weiß, dass dein alter Herr eben ein paar herzzerreißende Dinge sagte, aber lass uns die Sache gleich mal richtig stellen. Ich bin nur wegen der Beute dabei, nicht mehr, nicht weniger. Wenn ich dir meinen unbezahlten Rat anbiete, tue ich das nicht, weil ich dich mag. Sondern weil du unnütz sein wirst. Du bist so ein böser Beutel. Ich werde dich sofort vermöbeln. Aber wenn du tot bist, noch mehr als jetzt schon. Oh, da bist du böse. Ja, jetzt musst du aber etwas sagen. Nicht nur Punkt, Punkt, Punkt. Du redest nicht viel, was? Na, das ist immerhin eine Sache, die ich an dir mag, nehme ich an. Hör zu, Mädchen. Tu einfach, was ich dir sage und ich mach dich zur Königin des Sammlers. Aber alles zu seiner Zeit. Lass uns diese nervtötenden Schleime nutzen, um herauszufinden, wie schwach du wirklich bist, ja? Wenn du diese Box siehst, gebe ich dir einen Tipp. Achte also darauf. Yay! Gib mir einen Tipp. Gib mir einen Tipp! Was ist das eigentlich? Teleporter wahrscheinlich. Das ist doch eine... Das ist eine Höhle, ich muss da reingehen. Und ein bisschen die Legend of Zelda Feeling. Yes! Wunderbar. Ja, das Spiel gibt es schon lange im Steam Workshop, also im
Steam. Und es gibt, glaube ich, auch Mods dafür und so weiter. Also wenn ihr Interesse habt, es kostet ungefähr 15 Euro. 10 bis 15 Euro, glaube ich. Ja, ich habe es heute gezahlt und habe 15 Schweizer Franken dafür gezahlt. Ich habe es nämlich nicht als günstiger war gekauft, weil ich den Entwickler die 15 Euro geben wollte. Deshalb bin ich so böse gewesen, habe die Entwickler ein bisschen unterstützt. Ich böse. Yay, Level Up! Wenn du einen neuen Level erreichst, gehe ins Menü Escape und verteile deine neuen Fähigkeitenpunkte. Ja, werde ich machen. Adelt um. So, wir haben Kampf einhändig, zweihändig. Magie haben wir Feuermagie, Eismagie, Erdmagie und Luftmagie. Und dann haben wir ein paar defensive, offensive und passive. Dann haben wir allgemein Kampf und Magie. Also, ich bin einer, der gerne so spielt, wie nicht die anderen spielen. Also, ich spiele gerne nicht Mainstream-Builds in den Spielen, sondern ich spiele gerne Sachen, die nicht jeder nimmt. Also, einhändig und zweihändig nimmt wahrscheinlich jeder. Hier in den verschiedenen Magiearten nimmt wahrscheinlich auch immer wieder einer irgendwie ein etwas. Und bei Stärkung nimmt jetzt sowieso, weil es muss. Ich nehme Magie und drücke wieder Z und werde Flammenwerfer nehmen. Eisdorn, Eisnoah, frostiger Freund. Beschwöre eine Schneekreatur, die dir im Kampf gegen deine Feinde hilft. Statische Berührung. Lade dich selbst mit Strom auf, wodurch du zusätzlich Schaden mit deinem physischen Angriff hinzufügst. Beschwör eine Gewitterwolkenbegleitete, die im Kampf hilft. Das ist cool. Kettenblitz. Erschaffe einen Blitzschwall, der zwischen Gegner hin und her springt und jeder von ihnen Schaden zufügt. Insektenschwarm. Beschwört einen Schwarm Insekten, der gerade auf dich zufliegt. Ah, gerade ausfliegt, okay. Wenn sie einen Gegner treffen, werden es mehr. Und dann kommen sie auf mich zu und töten mich. Pflanzenbeschwörung. Beschwört Pflanzen, die nahen der Gegner angreifen. Höhere Aufladungslevel beschwören andere Pflanzen. Oh, cool. Erdsäule. Erschafft eine riesige Erdsäule, die aus dem Boden hervortritt und dadurch Gegner verletzt. Ich werde Luftmagie nehmen, Gewitterwolke und Kettenblitz. Und werde hier wahrscheinlich noch Pflanzenbeschwörung nehmen. Also ich werde ein Beschwör sozusagen. Aber ich werde eventuell später sogar noch diesen Begleiter nehmen. Hier, frostiger Freund. Oder den hier. Nein, das sind keine. Okay, Feuermagie hat keine Beschwörungen. So, Upgrade. Skill freischalten, Bronze aufladen. Ja, easy. Refund. Upgrade. Ah, kann ich mir weiter. So, jetzt mache ich nochmal ESC. Drück nochmal hier drauf. Und gehe nochmal auf Magie. Und jetzt möchte ich schauen, was jetzt eigentlich. Z. Upgrade. More Info. Ah, jetzt hier. Beschwöre eine freundliche, aber tödliche Wolke, die dir folgt und deinen Gegner angreift. Sie kann nicht von Gegnern anvisiert werden und kann durch Hindernisse hindurchfliegen. Deine Wolke bleibt bei dir, bis du sie durch das neue Zaum der Fähigkeit fortschickst. Bis du sie vorschickst. Ach, ich kann fast nicht schreiben, lesen zu klein. Bis du sie fortschickst, wirst du allerdings die Energie, die du benötigst hast, um sie zu beschwören, nicht regenerieren. Ach so. Okay, aber ich kann also die Wolke eigentlich so lange draußen haben, wie nötig, oder? Blockierte Energie 15, ja, ist easy. Also. Wunderbar, aber wie setze ich jetzt das ein? Ah, mit C. Du kannst die Fähigkeiten-Taste gedrückt halten, um sie aufzuladen und in eine stärkeren Variante zu verwandeln. Das ist normalerweise die Zeit wert. Okay. Mache ich aber jetzt noch nicht. Manche Fähigkeiten wie Beschwörungen blockieren einen Teil deiner Energie. Brich die Fähigkeiten ab, indem du die Taste erneut drückst, um die Energie zurückzuerlangen. Okay, mach ich. Ja, wir tun jetzt diese Wolke upgraden. Hä?
und tun noch ein bisschen Leben. Vielleicht bekommen wir auch etwas Besseres von den Gegnern. Aber ich werde jetzt einmal die Wolke besser beschwören. Nichts gemerkt. Nicht besser geworden, scheinbar. Aber ja. Vielleicht geht es bei Beschwörung gar nicht. Wir haben einen Stab gefunden, der Mange 44 hat. Ah, jetzt hätte ich Tab drücken müssen. Oh, hier. Ah, ich habe noch ein Level Up scheinbar. Hä? Und der Beutel ist hier. Nehme ich Spielzeug-Zauberstab. Tatsächlich ist er nicht magisch, aber so zu tun erhöht irgendwie den Fokus. So genial. Equip Item. Sehr gut, jetzt haben wir das Schild aber nicht mehr. Naja, egal. Und hier kann man craften, scheinbar. Ne? Sehr toll. Also mache ich nochmal. Nein, ich mache jetzt die Magie. Also die Luftmagie-Kettenblitz. Hä? Also ich habe noch gar kein Level, scheinbar. Dann werde ich noch ein bisschen weiter leveln. Ne? Oh, ein grüner Schleim. Wer bist du? Mumrik. Ah, das Leben hier oben ist so rein. Kein Schrecken oder Schein. Hier will ich sein. Ist es nicht fein? Du kannst sehr gut reimen, hä? Aber bist du ein Profi in Reimen? Nicht. Wunderbar. So, wo möchte ich gerne noch rein? Also, die Höhle habe ich dort oben gesehen. Kann man da rein schon? Das Spiel wird sehr viele Rätsel haben, sehr viele Action haben und sehr viele Geschichten haben. Und ich würde ja auch ein bisschen Rollenspiel machen. Ah, da muss man das zum Wachsen bringen. Tönt gut, ja? Wunderbar. Also, ich bin eben dieses Mädchen. Yeah. Also, wenn ich diese Stimme mache, yeah, dann bin ich natürlich jetzt gerade im Rollenspiel. Und wenn ich normale Stimme habe, dann bin ich nicht im Rollenspiel. Aber ich möchte die Stimme noch ein bisschen anpassen. Also, gib mir ein bisschen Feedback, bitte. Wie ich denn am besten die Stimme noch ein bisschen besser machen kann. Aber ich kann nicht so gut Frauenstimmen machen. Ich muss auch noch üben. Sehr gut. Level Up haben wir noch. Jetzt sind wir Level 3, hä? Steht es irgendwo? Nö, steht nicht, wie ist das Level hier. So, wir werden das nehmen, ne? Gut, und das ist die Taste. Ah, boah, ist das schwer. Oh, cool. Wie genial das ist. Yes! Ach cool. Wunderbar. Hä? Und ja, im nächsten Part machen wir natürlich weiter hier. Die Story. Oder weiter. Und ja, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Wünsche habt, dann dürft ihr die unbedingt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Aber ihr seht, ich habe noch gut, zu wenig EP. Welchen Zauberspruch soll ich als nächstes freischalten? Oder soll ich einen upgraden? Das dürft ihr alles in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, gell? Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Aber ich bin ja eben noch nicht so ein toller YouTuber. Vielleicht wird auch niemand schreiben, aber wenn ihr der Erste seid, dann seid ihr sowieso der erste Kanalschreiber. Das ist doch wunderbar, ne? Also, dann beende ich den Part. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basel. Tschüss!